Es war schon großartig, kaum mit Worten zu beschreiben. Dieses erste Jahr in der dritten Liga für unseren FSV Zwickau. Gekrönt wurde die Leistung des Teams um Trainer Thorsten Ziegner mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. Und nach dem letzten Saisonspiel in Duisburg lud der FSV am Sonntagnachmittag seine Fans und Anhänger zum Saisonabschluss ein. Weit über 1000 waren gekommen, um mit Spielern, Vorstand und Sponsoren zu feiern. Begrüßt wurden sie von unseren beiden Stadionsprechern Det Fischer und Lenny Leonhardt. Thorsten Ziegner lobte einmal mehr die Fans, den Anhang der Rot-Weißen, für Geduld und Leidenschaft, insbesondere bei den Auswärtsspielen. Torwarttrainer Steffen Süßner brachte es ganz klar auf den Punkt. Hut ab! Sportdirektor Wagner bedankte sich ganz besonders bei der Stadt Zwickau für das entgegengebrachte Vertrauen und das großartige Engagement in Sachen FSV. Kapitän Toni Wachsmuth sagte, von mir ein Riesenkompliment an die Truppe. Danke an unseren treuen Anhang, die immer an uns geglaubt haben. Und dann kamen zwei Momente, die ein besonderes Stück FSV Zwickau zeigen. Dankeschön und Präsente von Sportchef Wagner an die Elf hinter der Elf. Das sind eben die Menschen, deren Herz im rot-weißen Takt schlägt und die dafür Sorge tragen, dass es auch außerhalb des Spielfelds rund läuft. Jens Schubert rufen wir auf die Bühne. Applaus! Wir bedanken uns, das sind genau die Leute, die ihr so richtig gar nicht wahrnehmt. Bei unserer Physioabteilung, bei Christian Buschmann und Sven Schubert. Wir möchten unsere Wäschemädels ehren. Christine Stark und Heidi Arnold. Mannschaftsärzten vom Heinrich-Braun-Krankenhaus, Dr. Bernhard Karich und Dr. Uwe Flötgen. Fußball ist kommen und gehen. Es heißt Abschied nehmen. Abschied von den Akteuren, die unseren Verein verlassen. Ja, Abschied, wie gesagt, gehört dazu. Und das wollen wir natürlich auch tun, weil ihr habt genauso wie wir hier oben Dank zu sagen für die Leistungen, die sie abgeliefert haben. Uns verlässt leider und mit eurem Beifall, wohin er auch immer gehen mag, Jonas Giedfeld. Einer unserer Aufstiegshelden, der Schlichter, Michael Schlicht. Neue Frisur, frisch frisiert, der Wahnsinn.
Er hat getan, was er konnte, obwohl Verletzungen ihn manchmal zurückgeworfen hat. Nun verlässt er uns. Patrick Wolf. Gerade in den Phasen hat es nicht so lief, war er für uns da. Dreierpack gegen Regensburg. Wir verabschieden uns von Marcel Bär. Einer, der auch öfters mal verletzt war in dieser Saison, haben wir ihn kaum gesehen. Nur ab und zu mal im Stadion. Und wir verabschieden Kevin Bönisch. Die besten Genesungswünsche. Gekommen, um zu helfen. Keine Frage. Nun verlässt er uns schon wieder nach kurzer Zeit. Wir verabschieden Martin Juha. Wir verabschieden einen unserer besten Außenverteidiger, Robert Berger. Freitag, das heißt also vor 2 Tagen, konnte es sicher gemacht werden, dass er uns verlassen wird und eine neue Herausforderung sucht. Und deswegen Entschuldigung, dass er kein Präsent bekommen hat. Das kriegt er selbstverständlich nachgereicht. Unser dritter Torhüter, Maximilian Rosenkranz. Nochmal einen Applaus für alle, die unseren Verein verlassen. Sie haben ihren Dienst getan. Und was für einen. Es blieb viel Zeit für die Fans, ihren Lieblingen ganz nah zu sein, Fotos zu machen, Autogramme zu bekommen. Ausgestochen, heute werden wir es euch zeigen. Der Sieg wird unser sein. Wer Schiss hat, kann zu Hause bleiben. FSV kommt rein und Segen. Spiel beginnt, Kampfgeist bis zum Schluss. Klar, dass unser Team gewinnt, es kommt, was kommen muss. Heute werden wir es euch zeigen, der Sieg wird unser sein. Der Schiss hat, kann zu Hause. Es kann es Besseres geben, FSV.
Ein besonders schöner Tag war es für Mannschaftsleiter Mario Kalisch. Hören Sie mal. Und jetzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mario. Happy Birthday to you. Das funktioniert auch richtig. Wahnsinn. David Wagner hat gerade gesagt, der beste Mannschaftsleiter, den es gibt. Und der hat heute Geburtstag und wir von TV Westsachsen schließen uns den Wünschen an. Mario Kalisch, alles, alles Gute. Dankeschön. War das eine Saison? Ja, die war geil. Die war richtig geil, die Saison. Zum Anfang nicht so, aber dann nach der Winterpause, das war dann wirklich richtig gut. Wie erlebt man denn diese unmittelbare Nähe zu den Spielern auf der Bank? Wenn es läuft, ist ja ganz einfach, da lässt man sich von der Woge, der Euphorie, der Begeisterung tragen. Aber wie war es denn gerade in den Spielen, in der Hinrunde? Da war es doch manchmal, ich glaube, das hat richtig wehgetan. Es ist dann sehr, sehr angespannt, aber letzten Endes haben die Jungs so toll zusammengehalten, dass dann eben in der Rückrunde dass so eine Leistung rauskommt dabei. Mario, was war denn wichtiger heute Morgen? Der Kuss von der Frau oder die Gewissheit, dass der FSV auch in der kommenden Saison drittklassig ist? Der Kuss von der Frau auf alle Fälle. Aber das hätte ich auch gesagt. Den habe ich schon heute Nacht gekriegt. Wo ich jede Nacht gekriegt. Gut. Aber wie gesagt, die Jungs waren dann auch super. Und wie ist die Erwartungshaltung für die kommende Saison? Na, so wie der Dave das schon gesagt hat, auf alle Fälle nicht Abstieg. Ich glaube, kochen alle nur mit Wasser. Alles andere wäre zu hoch gegriffen und sollte man auch nicht machen. Mario, alles Gute und heute wird richtig gefeiert. Ja. Danke. Danke. Und dann sind wir für TV Westsachsen auf Stimmenfang gegangen. Ja, wir sind hier bei der Familie Weithaus zu Gast. Sage ich einfach mal zu Gast, hier schmeckt's. Ja. Das ist gut. Seit wann seid ihr eigentlich Fans des FSV Zwickau? Fange ich mal mit Ihnen an. Ja, seitdem ich meinen Mann kenne. Seit 23 Jahren. Was, seit 23 Jahren? Ehrlich, seit 23 Jahren seid ihr Fan? Wie seid ihr überhaupt Fan geworden, sage ich mal? Muss ich mal den Mann mal ansprechen? Also ich bin schon seit 1982 Fan vom FSV. Ich bin aus der Region, da gibt es im Prinzip bloß eine Mannschaft und das ist der FSV Zwickau. Und diese Saison hat ganz besonders ein bisschen was bewirkt bei euch allen oder bei uns allen. Siehste, ich hab's noch gesagt, diese Saison, nein, das lassen wir mal drin. Diese Saison hat eines bewirkt, dass ich mit Dusseligkeit die Limonade umgeworfen habe. Aber die Frage kommt trotzdem noch, was hat die Saison bewirkt bei euch? Irgendwie seid ihr alle richtig gehend glücklich, okay? Ja, nach der Hinrunde nicht mehr für möglich geglaubt, den Klassenerhalt. Überhaupt ist fünfter Platz ist sensationell. Hätte ich vor der Saison alles drum gegeben, um den fünften Platz zu erreichen. Ich kann nicht verstehen, dass welche jetzt mit dem fünften Platz unglücklich sind und Vierter werden wollten, was ich gerne geworden wäre, aber Fünfter ist super, finde ich. Also ich denke, Familie Weithaus und ihr auch, ihr Jungs, die ihr da mit Fußballsportverein Zwickau ein bisschen was am Hut habt. Wir freuen uns auf eine neue Saison und schießen dann mal richtig los mit dem vierten Platz. Die schauen mich so fragend an. Ist das realistisch? Ja, ich denke schon. Wir hoffen. Denk schon, wir hoffen. Gut, also gehen wir mal weiter, ob wir noch ein paar Fans finden. Ich muss mich hier unwahrscheinlich schnell verabschieden. Ich habe hier Mist gemacht. Das ist doch ein Bild. Nur der FSV, nicht nur das Trikot, sondern auch der Mann, natürlich die Frau und die beiden anderen Männer. Solch eine Saison? Wahnsinn. Super. Ja, wir waren oft im Stadion. Wie lange sind Sie schon Fan beim FSV? Seit meiner Kindheit. Seit der Kindheit. Und vorneweg haben Sie beim Schach zugeschaut? Ne? Nee. Auf keinen Fall. Hättet ihr euch das träumen lassen, um Weihnachten herum, wo man gemütlich unter einem Baum sitzt, da sind doch sicherlich auch die Gedanken gegangen, Mensch, was wird denn aus meinem Verein? Und dann kommt dieser steile Höhenflug. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und ich freue mich wahnsinnig darüber. Wo liegt denn eigentlich nach eurem dafür Denken die Ursache, dass es plötzlich so gelaufen ist? Meines Erachtens gibt es mehrere Ursachen. Einmal die Mannschaft und die Trainer haben an sich geglaubt.
Und ich sag mal, wichtig war vielleicht das Heimspiel gegen Bremen, wo der Torhüter diesen Lapsus geleistet hat und wir dann eine absolute Rückrunde gestartet haben, die keiner für möglich gehalten hat, muss ich ehrlich sagen. Abschließender Satz, was erwartet ihr von der ins Haus stehenden neuen Saison? Es wird ja sicherlich nicht einfacher. Also ich erwarte, dass sie in der dritten Liga bleiben und auch wieder in den vorderen Plätzen mitmischen. Und dass man vielleicht dann auch in der kommenden Saison unter Umständen wieder DFB-Pokal-Feeling haben. Das wäre natürlich wünschenswert. Das haben wir ja einmal erlebt mit dem HSV hier als erstes Spiel. Das war ja fantastisch. Dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, okay, müssen wir einfach abhaken. Aber ich denke, nächstes Jahr wäre es ein gutes Ziel. Jetzt wird erstmal gefeiert. Jetzt wird gefeiert. Zeugt davon, dass wir die Klasse dann wollen wir doch mal die Fans des FSV Zwickau fragen, was war das in euren Augen für eine geile Saison? Eine super geile Rückrunde, absolut. Wir sind voll dabei, wir waren gestern in Duisburg, ein super Spiel, eine geile Stimmung. Wir haben die Jungs gefeiert, obwohl wir verloren haben, aber es ist ja nicht schlimm, es ist alles gut. In guten wie in schlechten Zeiten. Genau. Stehen wir zu FSV. Ja, ihr wart gestern in Duisburg und seht top aus, habt ihr euch nicht in der Maske rausgearbeitet oder ist das natürliche Schönheit? Ja. Das war nur ein Scherz. Mit ein bisschen Pflege geht alles. Genau. Was erwartet ihr von der neuen Saison für euren FSV oder für unseren FSV Zwickau? Dass die Spieler zusammenhalten, kämpfen, wie in der Rückrunde. Und dass die Neuen integriert werden. Ne? Genau. Dass die am Weg schauen wir mal, wer kommt. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Jetzt wird gefeiert. Genau. Danke. Danke. Ja, es war eine Riesensaison. Kann man so sagen, jawohl. Wenn man, oder wenn ihr jetzt so hier zu diesem Fest da sitzt und lasst das nochmal Revue passieren, da, ich glaube, da geht euch das Herz nochmal. Ja, das ist sicherlich richtig so. Also wir kommen ein bisschen weiter weg, man kommt von Annaberg oben, das sind die Anreisen. Für die Heimspiele schon etwas weiter, aber man macht das Möglichste, dass wir es auf die Reihe kriegen. Und ihr seid oft bei den Heimspielen dabei? Ja, ziemlich oft. Ziemlich oft. Ja. Und was ist dein Lieblingsspieler? Der Marian Ungerer. Marian Unger. Jetzt hätte ich ja fragen müssen, was ist deine Lieblingsspielerin? Da müssen wir dann zum Frauenfußball kommen. Was erwartest du von der neuen Saison für den FSV Zwickau? Ja, dass wir das, was wir in der Rückrunde uns erarbeitet haben, auf jeden Fall mitnehmen. Dass vielleicht ein paar neue Akzente nach vorn gesetzt werden. Ballsicherheit sollte vielleicht mal noch ein Aspekt sein, der ein bisschen angesprochen werden sollte. Aber ansonsten sehe ich ganz zuversichtlich in die Saison. Und jetzt wird noch ein bisschen gefeiert. Ja. Also, danke. Das Wetter genießen. Wetter genießen. Schöne genau. Zeit. Danke. Thomas Richter, so richtig bereit bist du nicht. Die Stimme fehlt im Moment, aber das macht nichts. Als Chef des Fanprojektes hast du schon so viel erlebt. Aber ich glaube, so eine Saison, wie sie dieses Jahr insbesondere die Rückrunde war, gab es noch nicht. Also, als FSV-Fan hat man allgemein schon viel erlebt. Und halt in den letzten Jahren nicht gerade viel Gutes. Leider. Na, wir haben zum Glück das Tal. Und da freue ich mich auf alle die, die das mit durchgezogen haben. Durchschritten und befinden uns auf einem guten Weg. Und die Saison hat natürlich richtig Spaß gemacht. Also es ist natürlich großes Kino gewesen. Mit so einer Rückrunde kann natürlich auch keiner rechnen. Wird nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Gehen wir mal an die Frau ran, ganz vorsichtig. Sie hat sich sofort versteckt. Muss das sein? Du meinst, na gut. Ich bin bei unserer Familie der Medienbeauftragte. Du bist der Medienbeauftragte. Nochmal in ganz kleinen Satz. Es wird, du hast ja schon gesagt, es wird unter Umständen in der kommenden Saison sehr, sehr schwierig werden. Ja. Insbesondere die Neuen zu integrieren. Und ich glaube, auch ein Ronny König wird nicht nochmal so viele Tore schießen. Wir würden es uns wünschen. Na, ich wünsche den Verantwortlichen da ein glückliches Händchen, dass sie da eine gute Nase beweisen. Das hat ja in letzter Zeit im größten Teil immer hingehauen, dass sie ähnlich gute Leute wieder herholen können. Zu 100% wird es nie funktionieren. Man sieht es ja auch diese Saison, der eine oder andere hat eben nicht eingeschlagen. Dann ist es eben auch an der Zeit, sich wieder zu trennen. Und ja, also der FSV wird sicherlich auch nicht mehr unterschätzt werden, was vielleicht dort das ein oder andere Mal war. Ja, wir werden schon eine Truppe zusammenkriegen. Ich bin optimistisch, auch aufgrund der Tatsache, weil ich weiß, welche Leute gehen dürfen, sollen, müssen. Also muss irgendwas in der Hand auch sein. Danke dem familiären Medienberater. Alles klar, ich danke. Fußball, das wissen wir alle, lebt von Toren, von Punkten, von Siegen und natürlich auch vom Geld der vielen Sponsoren.
Patrick Hoppe, seit der Saison 2010-2011 ist die ZEV auf der Brust bei den Rot-Weißen. Dadurch wird natürlich auch das Unternehmen ein Stück weit bundesweit hochgeführt, getragen. Wie sieht denn Ihre Bilanz nach so vielen Jahren treuer, ganz treuer Tätigkeit als Sponsor aus? Ja, also ich denke, die Bilanz fällt durchweg positiv aus. Wenn Sie sagen bundesweit, dann war das natürlich nicht immer so. Am Anfang brauchte man ein Stück weit auch Fantasie, wo die Reise mal hingehen kann. Und der Slogan wieder oben, der trifft das Ganze sehr, sehr schön. Es war natürlich nicht zu erwarten, dass das Ganze so schnell geht, jetzt gerade die letzten Jahre. Aber ich denke, mit dem neuen Stadion, mit dem Aufstieg in die dritte Liga, haben wir eine sehr, sehr schöne Plattform, die zeigt, wie erfolgreich wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Und für uns als ZDV ist es natürlich mittlerweile ein sehr, sehr schönes Aushängeschild. Sie haben es gesagt, bundesweit, mittlerweile auch am Samstagabend in der Sportschau, sieht man unsere drei Buchstaben auf den Logos der FSV-Spieler. Und da sind wir natürlich auch ein Stück weit stolz, dass wir da relativ zeitig schon die Partnerschaft geschlossen haben, den ganzen Weg mitgegangen sind, auch in den Jahren, wo es vielleicht mal nicht so lief. Und jetzt dann auch ein Stück weit die Früchte ernten könnten von unserem Erfolg. Gerade die Rückrunde war eine super tolle Geschichte und alles hat deutschlandweit vom FSV geschrieben. Und dass wir dann auch immer irgendwo mit genannt werden, das macht uns stolz. Und das hoffentlich geht auch so erfolgreich weiter. Sie haben es schon anklingen lassen. Es gab natürlich auch Täler, die Sie gemeinsam mit dem Verein durchgehen mussten. Was hat Sie so sicher gemacht, dass es irgendwann mal wie heute richtig die Sonne scheint für die Rot-Weißen und natürlich auch für Sie als ZDV? Also zum einen liegt es an den verantwortlichen Personen. Wir haben uns da immer wieder zusammengesetzt, haben überlegt, okay, wie kann das Ganze weitergehen. Das liegt aber zu ganz großen Anteilen auch an der Stadt Zwickau, an den Fans hier, wo man erkannt hat, okay, da ist Potenzial da. Die Leute wollen Fußball, die wollen erfolgreichen Fußball. Als das Thema Stadion aufkam und es auch da Diskussionen gab, haben wir gemerkt, okay, man zieht am Ende doch an einem Strang. Ne? Das Stadion ist innerhalb kürzester Zeit aufgebaut worden. Wir haben die Verantwortlichen haben auch die Summen eingehalten, die da im Rahmen standen. Und das ist ja gerade im ostdeutschen Fußball nicht immer der Fall, dass sowas so nahtlos funktioniert, so reibungslos. Und eben immer auch wieder die Kommunikation, das Miteinander, das denke ich war ein ausschlaggebender Punkt, dass wir gesagt haben, okay, da können wir weitermachen und da können wir weiter mitziehen. Nun hat ja der Verein mit allen Helfern gemeinsam, die mit im Boot saßen, eine tolle Saison gespielt. Insbesondere die Rückrunde hat uns ja reihenweise vom Sitz gerissen. Nun kommt eine neue Saison, die neue Drittligasaison für den FSV Zwickau. Was erwarten Sie denn als einer der Sponsoren dann? Also es gibt ja, glaube ich, so eine These, die immer besagt, die zweite Saison ist die noch viel schwierigere. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe, dass der FSV weiter erfolgreich seinen Weg geht. Das wird nicht leicht werden. Einige Spieler haben ja schon auch das Team verlassen. Man sucht neue Spieler und die dritte Liga hat ein ganz, ganz dichtes, hohes Niveau. Das sieht man ja vom Platz 1 bis zum letzten Platz, wie eng die Abstände teilweise waren und was am letzten Spieltag noch möglich gewesen wäre. Selbst der FSV hätte es ja noch schaffen können auf Platz 4. Von daher denke ich, dass es auch im nächsten Jahr schwer wird. Aber ich bin überzeugt, dass der Verein da seinen Weg weitergeht, auch mit uns gemeinsam auf der Brust, dass wir da weiter erfolgreichen Fußball in Zwickau sehen werden und darauf freuen wir uns. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünschen wir uns eine tolle Saison. Patrick Hoppe, schönen Dank. Danke. Es war ein wunderschöner Nachmittag in Eggersbach und ich glaube, die Gedanken der Fans sind schon bei der Saison 2017-2018. Wir alle freuen uns auf ein weiteres, hoffentlich erfolgreiches Jahr für unseren FSV Zwickau in Liga 3.